Die Fackel kann weg. Gut zu wissen. Kann die auch weg? Ja. Oh, wir hatten doch Fackeln dabei. Ich bin so behindert. Moment. Kann die weg oder soll die da bleiben? Die sollte halt noch bleiben, glaube ich. Die hier. Muss auch bleiben. Und die. Auch. Und die. Auch. Ah, Mann, die müssen alle bleiben. Die kann weg. Die muss bleiben. Bleiben. Ja, okay, so wirklich viel hat es nicht gebracht. Wir haben die Fackel nur so ein bisschen dezimiert. Die kann aber weg. Hervorragend. Ja, die können doch weg. Also hier in der Ecke, glaube ich, da ist nichts. Nee, die sollte bleiben. Und die soll noch bleiben, genau. So sollte das sein. Alles klar. Ich sollte schlafen gehen. Und wie auch immer, der Boden kommt raus hier. Da muss Hundi auch raus. Ich wollte an den Rand halt solche Bücherregale ranstellen und sonstiges. Also das sollte relativ abwechslungsreich gestaltet werden. Mit Nachttisch und allem drum und dran. Mit, was weiß ich. Dann würde ich mal sagen, kommt alles weg, außer der Rand hier. Der kann noch bleiben. So. Mach den mal wieder hin. Ist ja doof, da müsste der Rand ja auch hin. Okay. Ja, der muss auch wieder hin. Dann muss ich dann den Rest einfach wegmachen. Der Hundi, der muss natürlich auf den Boden. Sonst geht das nicht. So. Und jetzt kann ich nochmal gleich aufs Dach gehen und die ganzen Glowstones weg, die ganzen Fackeln wegmachen. Das muss ich bei Nacht am besten machen. Ich sagte bei Nacht, nicht morgens. Och Mann. Hi Andy. So, so, weg. Hier kommen noch Glowstones rein. Aber hier, wo schon Glowstones sind, da kann man die Fackel mal wegmachen. Die brauche ich da nicht wirklich. So, weg mit dir. Diese dramatische Musik. Da müsste ich ja irgendwas Dramatisches erzählen, nicht wahr? Was könnte man denn da auspacken? YouTube. Ein hartes Business. Naja, ich könnte natürlich mich wieder darüber beschweren, dass Social Blade mich eigentlich laufend herabstuft. Wenn ich Geld verdienen würde, dann hätte ich in ein paar Monaten so ungefähr minus von 90% gemacht bei den Gesamteinnahmen. Ist wirklich so. Ah, da kann man sich natürlich drüber beschweren. Aber es sind auch nur Zahlen, deswegen. Ich bin ja eh kein YouTube-Partner, ich verdiene auch kein Geld damit. Das ist relativ egal, also. Naja. Schon wieder vorbei, der Soundtrack. Doch nicht. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gedacht, dass der Soundtrack vorbei ist, aber Mann, ich will wieder Stereo hören, das ist so doof. Okay, Enderman. Chill bitte dein Leben. Und dann geht's hier auch weiter. Natürlich kann man sich darüber immer beschweren und alles, aber muss man doch eigentlich gar nicht, denn es ist YouTube. Es ist ja zum Spaß da. Und nicht, um sich damit seinen, naja, Lebensinhalt zu füllen, vielleicht schon ein bisschen. Aber nicht, um da irgendwie sein Leben dran festzumachen. Ich meine, da kann man sich jetzt natürlich wieder als Moralapostel beweisen und sagen, ja, anderen YouTubern geht's viel schlechter als dir. Das stimmt natürlich. Klar. Worüber man auch mal wieder reden könnte, wäre zum Beispiel bei YouTube. Bleiben wir doch einfach bei YouTube. Das Thema ist zwar uralt, jeder kennt das Thema. Keiner hat irgendwie Bock drüber zu reden. Ich spreche es jetzt trotzdem mal wieder an. Und zwar das Werbung machen unter anderen Kanälen in den Kommentaren. Ich meine, ihr kennt es doch alle. Ihr guckt ein Video von eurem Lieblings-YouTuber und auf einmal seht ihr einen Kommentar. Guckt doch mal bei mir vorbei. Hab mir schon alles 5 Millionen Mal gesehen. Das ist keine Frage. Klar. Boah, der schäbig aus hier.
Dann bleibt das hier nur noch so und das. Ha, der Hund hat sich sofort wieder hingesetzt. Ja, dann müssen wir das wohl so machen. So. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Jetzt finde ich die Fackeln schon wieder nicht. Ach da, meine Fresse. Die findet man gar nicht. So. Den Laptop mal ein bisschen wieder ausrichten hier, damit alles klappt. Und ja, es hat sich neuerdings so ergeben, dass die Kommentare sich ein bisschen verändert haben. Früher hieß es ja noch, hey, ich bin neu auf YouTube und what the f... Ja, so hört sich ein Kommentar natürlich nicht an. Und dieses Mal gehe ich gleich ins Wasser. What the... Ja, okay. Doch, immer diese Endermen im Haus, ich hasse sie. Komm her. Rüstung. Oh, gleich sind die Eisenschuhe kaputt. Gut. Irgendwo. Man wird voll verwirrt von der Endertruhe, weil die auch solche komischen rosa Partikel abgibt. Da denkt man auch immer gleich, der Enderman ist da. Und der Hund setzt sich neuerdings mal wieder nicht hin. Dann müsste sich einfach neu einloggen, aber habe ich jetzt nicht so direkt die Lust dazu. Und außerdem müssen wir das nur noch gar nicht, denn der Hund läuft nicht weg. Das ist das Gute. Haben wir rote Blümchen hier irgendwo? Dann kann ich nämlich hier schon mal Schafe färben und mir rote Schafe holen. Das geht. Blümchen. Die müssten eigentlich in der, brauche ich niemals, aber habe ich trotzdem Kiste sein. Nein. Nope. Nope. Blümchen. Haben wir für mich auch eine eigene Kiste gemacht? Eimer. Wolle? Boah. Haben wir viel Wolle. Nee, also ich finde hier nichts. Wir haben doch Blümchen irgendwo. Ich weiß es doch. Nix. 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 Also hier ist nirgendwo was. Waffen, Kompass. Eier. Und hier? Ja, dumme Frage, hier war natürlich gar nichts. Oh, ich hatte doch irgendwo rote Blumen. Ich hatte sie doch. Ey, sag jetzt nicht, dass wir keine roten Blumen finden. Ach, schade. So close. Ach, hier kann ich auch wieder was reintun. Oh, wir haben eine Karotte bekommen. Ja, danke. Wir haben noch gar keine Karotte angepflanzt. Wir brauchen aber keine. Deswegen ist das nicht so schlimm. So, Pilze. Die Pilze müssten eigentlich bei den Blumen sein, wenn ich welche hätte. Setzlinge. Ja, da kann mal der rein. Also vor Setzlingen, da quellen wir auch schon wirklich über. Denn wir haben so viele davon. Die brauchen wir niemals. Glowstone kann aber wieder rein. Ich will das Schlafzimmer wirklich mit roter Wolle gestalten. Damit es so aussieht wie Samt. Sieht doch viel cooler aus. So, nix. Cleanstone. Waffen. Ja, toll. Ich denke mal, wir haben keine roten Blümchen. Und werden deswegen uns jetzt auf eine kleine Reise begeben. Und sie beinhaltet das Finden von Kühen und Blumen. Werden wir diese Reise überstehen oder nicht? Die Frage Nummer 1. So, letztes Mal sind wir, glaube ich, da irgendwo lang gefahren und kamen am Ende da wieder her. Nee, das war in Folge 100. In Folge 103 sind wir von da wieder hergekommen. Das weiß ich noch. Wir müssen mal wieder eine ganz andere Richtung gehen. Da, wo wir noch niemals waren. Ja, genau. Gute Idee. Da bleibt uns gar nicht mehr so viel übrig. Essen haben wir genug dabei. Wir haben sogar ein Bett dabei. Wir haben eine Schere, könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Nee, Quatsch. Schere, wer braucht denn das? Nee, Quatsch. Diverse Ausrüstungssachen haben wir eigentlich dabei. Also, ab geht's. Wir fahren in diese Richtung dort drüben. Da waren wir schon. Ich bin dumm. Da waren wir doch schon. Nein, Mist. Also ab zur Gebirgslandschaft oder sonst wohin.
Ich könnte allerdings auch. Ja, ich könnte auch zu den Kühen. Also zum fernen Land fahren, wo die Kühe eigentlich sein sollten. Wo wir auch unser Haus bauen wollen, da könnte ich hinfahren, ja. In den Nether könnten wir auch mal wieder. Aber ihr wisst ja, was passiert, wenn wir in den Nether gehen. Ja. Mord und Totschlag. Und die Hunis sind immer noch hier. Sie werden hier bestimmt auch bleiben, weil das ihr Zuhause ist. So. Wir waren ja zwar schon zigmal, aber wir waren nie wirklich in diese Richtung. Da waren wir noch nie wirklich. Wir waren zwar beim fernen Land, aber da haben wir nur ein bisschen was erkundet und sonst nichts. Und das müssten wir eigentlich mal abholzen, weil das echt schäbig aussieht. Ich habe übrigens mal das 256 mal 256 Texture Pack von dem hier ausprobiert und das sieht so geil aus. Das ist, glaube ich, 16 mal so viel wie das hier von der Auflösung her. Das ist wirklich der Hammer. Der absolute Wahnsinn. Also das hier ist echt schon sehr hochauflösend, aber das andere, das ist der Wahnsinn. Das sind die Bäume, alles total realistisch. Na gut, realistisch ist ein bisschen übertrieben. Beim Default Pack von Realismus zu sprechen, nein, das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist, als ob man von der Telekom und Fairness in einem einzigen Satz sprechen würde, ohne ein Nicht dazwischen zu setzen. Das macht man ja auch normalerweise nicht. So. Aber es hat mich gewundert, dass ich es in diesem Mega-Pack mit Shadern flüssig aufnehmen konnte. Richtig krass. Also es war jetzt zwar nicht so ultraflüssig wie hier, das sind ungefähr 60 FPS, die wir gerade haben, ist auch völlig ausreichend. Niemand braucht irgendwie 1000 FPS. Mehr als 30 Frames per Second kann das menschliche Gehirn sowieso nicht wahrnehmen, deswegen ist das nicht wirklich nötig, dass man da so viel hat. Kleine Insel oder so. Das sind auf jeden Fall gelbe Blümchen, aber keine roten. Ey, wenn wir jetzt weder rote Blümchen noch Kühe finden, dann ist es echt doof. Und arm. Sand. Nicht dagegen fahren. Ah, so. Na, ist nur eine tote Blume, keine rote. Hier können wir mal hin. Ich glaube, im Wald könnten wir rote Blümchen finden. Klingt zwar ziemlich komisch, da es auch ein Schneewald ist, aber es ist durchaus möglich. Waren wir hier schon mal oder bilde ich mir das bloß ein? Ins kalte Nass. So, und jetzt ab auf das Ding hier. Und es wird gleich Nacht, glaube ich. Ja, yep, es wird offiziell Nacht. Wir haben sogar ein Bett dabei. Ein rotes Blümchen. Like a Boss. Wir brauchen auch, glaube ich, nur ein einziges, weil wir aus einem Blümchen drei Flaschen Färbemittel machen können. Das heißt, wir haben so gut wie gewonnen. Kühe sind hier aber keine und eine riesige Höhle. Oh. Naja, riesig, ne? Relativ riesig. Nicht. Aber echt null Kühe, wirklich. Nicht eine einzige Kuh. Ich hatte mal ein bisschen im Internet geguckt, was man denn so machen kann, wenn da man überhaupt keine Kühe findet. Und der einzige Trick war, ja, geh mal eine andere Chance. Genius. Das, ja. Hätte ich so nicht gewusst, ehrlich gesagt. Das ist noch mehr. Nehmen wir gleich alle mit. Ich habe gewusst, hier werden irgendwo welche sein. Also, ne? Das war natürlich alles geplant. Also, ne? Von daher. Wir haben jetzt 5 Stück, das reicht allemal für 15 Färbemittel. Mehr brauchen wir nicht. Und ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit in Höhlen schlafen, in kleinen Höhlen. Ist aber gemütlich hier. Cool. So, dann hier nochmal ein bisschen Erde. Dann kommt das Bettchen hier hin. Bettchen? Kann man es nicht aufstellen? Waffe in die Hand und schlafen gehen. Und jetzt hoffen, dass wir nicht umgebracht werden. Glück gehabt. So. Dann werden wir unsere Reise jetzt fortsetzen.